Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Und wenn du wissen möchtest, was in der Glossybox von dem Monat September drin ist, dann schnapp den Kaffee, den Keks, wie auch immer. Vielleicht esst ihr auch noch Mittag, heute ist ja Sonntag. Und dann boxen wir das schöne Schätzchen mal gemeinsam an. You know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want. Ihr wisst auch, ich lasse mich spoilern. Das heißt, ich weiß so ungefähr, was in der Glossybox enthalten ist. Sie ist noch nicht geöffnet, sie ist nur ganz jungfräulich geschlossen. Aber es ist ja so, für diejenigen, die sozusagen mit der Glossybox noch keine Berührungspunkte hatten, das ist eine monatliche Abo-Box. Man kann halt je nach Zahlungsweise zahlt man einen unterschiedlichen Preis. Ich blende euch alle Informationen ein, beziehungsweise schreibe ich euch alles auch nochmal in die Infobox. Und ein Freunde-Code wird auch angezeigt. Und noch ganz in eigener Sache, ich habe festgestellt, dass wieder Abonnenten verschwinden. YouTube löscht gerne mal neue Abonnenten. Vom Prinzip her muss ja da jeder selber nachschauen, aber nachdem ich ja Verlosungen laufen habe, die blende ich euch nach und nach da mal ein, da solltet ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein, deswegen schaut da einfach nochmal rein. So, also wie gesagt, Informationen zu der Glossybox habt ihr. Die Glossybox, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine ganz tolle Box. Wie gesagt, sie schwächelt ab und zu immer mal wieder, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Produkte schlechter sind, sondern weil sie dann gerade momentan an dem Monat nicht zu mir so passen oder mir einfach nicht gefallen, von dem her ist die Box dann nicht schlechter. Schauen wir mal, was wir für ein Design haben. Bei der Glossybox wechseln die Designs, ich krieg's heute gar nicht raus. Das heißt, wenn ich eine Limited Edition habe oder eine Geburtstagseditions, dann habe ich hier natürlich ein farbiges Motiv und wir haben immer gefühlt 3 Millionen Flyer, natürlich der HelloFresh, dann haben wir Mr. Spex, dann haben wir Women's Health L 20%, okay, Wayfair. Und wir haben Flaconi. Flaconi werde ich sehr gerne mal testen. Ihr wisst, Weihnachten kommt plötzlich und dann braucht man natürlich auch Geschenke. In der Glossybox sind meistens 5 Produkte, Beauty-Produkte. Entweder nur, sag jetzt mal, Cremes, Tübchen, Shampoo, wie auch immer. Aber es kann natürlich auch das ein oder andere dekorative Kosmetikteil enthalten sein. Da lassen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam überraschen. Und wie in jeder Abo-Box haben wir hier wieder das Schleifchen, wir haben einen Flyer und wir haben das provisorische Seidenpapier. Es riecht nach nichts, das heißt, entweder sind die Sachen gut verschlossen oder haben vielleicht einen geringeren Duft. Ich empfehle ja solche Abo-Boxen auch gerne mal zum Testen, da wechsle ich auch immer mal wieder durch, einfach mal um zu schauen, sind die Produkte was für mich oder auch nicht. Es sind ja oft auch Accessoires dabei, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt gerne, dann kann man vielleicht mal so einen Probemonat machen. Wie gesagt, im Freunde-Code habe ich unten in der Infobox und auch den Link zu der Box. Und das ist der erste Blick und ich muss sagen, er sieht sehr, also dekorative Kosmetik wird wahrscheinlich diesen Monat eher nicht so sein, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist kein Problem. Ich habe ja noch ein paar mehr Abo-Boxen und wenn du, wie gesagt, das nicht verpassen möchtest, dann schau doch gerne mal in meine Playlist unten rein, beziehungsweise in meine Videos. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Das kostet dir nichts und ich würde mich wirklich darüber freuen. Also, wir haben theoretisch immer 5 Produkte und bei der Glossybox gibt es immer 2 bis 3 Produkte, die du immer gleich hast und dann gibt es 2 oder wenn je nachdem im Monat mal mehr drin sind, unterschiedliche Varianten. Wir fangen jetzt einfach mal nach und nach an, was in der Box drin ist. Ich lese euch aus dem Flyer vor, was da drin enthalten ist und anhand des Flyers sieht man nämlich auch, was du in der Box auf jeden Fall hast. Das heißt, die ersten 2 auf jeden Fall. Das heißt, Produkt Nummer 1, die Ampullen von Firma Barbour. Die sind auf jeden Fall bei jedem drin und es ist auch Produkt Nummer 1. Wir haben hier 7 Stück, A2ml. Und hier schauen wir mal, was die guten Schätzchen machen sollen. Originalprodukt wären 19,90 Euro. Die kosten aber, meine ich, immer so. Also mindestens 20 Euro. Und da steht halt, nach der Gesichtsreinigung anwenden, das ist klar.
Ampulle schütteln, Ampullenhals mit einem Kosmetiktuch oder beilegen den Öffner, das finde ich sehr gut, dann tut man sich nämlich nicht die Finger verletzen, öffnen und dann halt auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Und das sind jetzt sozusagen Hydra Plus Ampullen. Das ist im Endeffekt Durstlöscher für deine Haut. Die bringen dir Feuchtigkeit. Das ist vor allen Dingen gut, wenn du einen Tag hattest, wo du viel in der Sonne warst. Dann finde ich solche Ampullen immer wirklich ein tolles Produkt. Das nächste Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch wieder ein Produkt, was jeder in seiner Box hat. Die Firma kenne ich zwar, aber ich wusste nicht, dass es so eine Produkte auch gibt. Und zwar von der Firma Matte Maschi. Ist ein Originalprodukt. Und jetzt haltet euch fest, wir haben. Oder ist es doch, das ist ein Originalprodukt und das kostet 49 Euro. Alter Schwede. Also das ist wirklich eine Hausnummer. Ich hatte schon ein paar Produkte von der Firma Matte Maschi, war jetzt nicht mit jedem zufrieden, aber das ist jetzt im Endeffekt eine Augenmaske. Das heißt, du wäschst dir das Gesicht, tust dir sozusagen unter die Augen diese Maske auftragen, dann lässt du es 8 Minuten lang einwirken und dann spülst du es wieder ab. Finde ich eine tolle Geschichte bei Masken so zum Einschmieren oder im Tiegel mag ich ja mittlerweile echt gern. Also das werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Das nächste Produkt ist wieder ein gutes Produkt und erinnert mich ein bisschen an Benefit und zwar von der Firma Kryolan. Das ist ja, soll ja eine sehr gute Marke sein. Ich habe mit der Firma noch keine Berührungspunkte und zwar ein Eyebrow Forming Gel. Also das ist im Endeffekt, wo du dir deine Augenbrauen festhackerst ins Gesicht. Der eine oder andere mag das sehr gern und ich habe auch manchmal für morgens auch, dass meine Augenbrauen, weil ich habe ja recht breite Augenbrauen, dass die in sämtliche Richtungen stehen. Mit sowas könntest du deine Augenbrauen befestigen, antackern. Ist jetzt nicht so mein Produkt, werde ich auch nicht öffnen. Dieses wird mal in eine Verlosung für euch gehen. Über das nächste Produkt freue ich mich demzufolge umso mehr, weil wir haben von der Firma Skin & Co. Roma eine Trüffeltherapie, bla bla, Cleansing Foam. Also im Endeffekt eine Reinigungscreme und das finde ich echt gut. Habe ich wirklich mittlerweile kennen und lieben gelernt. Zwar jetzt nicht von der Firma, aber ich mag so Gesichtscremes, Reinigungsöls. Also wo du halt dein Gesicht reinigst, mag ich wirklich sehr gern. Und wir haben hier, wie viel ml? 20 ml haben wir. Und das kostet 4 Euro. Das wäre jetzt, sage ich jetzt mal, noch ein humaner Preis, weil wenn ich 150 Milliliter kaufen würde, würde es 25 Euro kosten. Das ist natürlich dann wieder eine Hausnummer aus Italien. Aber da freue ich mich wirklich sehr, dass zum Testen so Reinigungscremes mag ich sehr gern. Ist ja nicht so, dass ich keine im Schrank hätte. Aber das kommt auf jeden Fall in meine Goodiebox-Schubladen für mein Backup. Und dann schauen wir mal, irgendwann werdet ihr dieses Produkt wieder in meinen Aufgebraucht wiedersehen. Beim nächsten Produkt habe ich echt erst gedacht, das ist ein Duschgel, ist es aber nicht. Und zwar haben wir von der Firma Vasenol eine Bodylotion. Und ich habe jetzt die für straffere Haut. Glossybox, vielen Dank, dass du mich darauf hinweist, dass der Zahn der Zeit auch bei mir nagt. Das finde ich so witzig, immer wenn man nämlich in die Abteilung für Haarwäsche geht. Schaut euch doch mal die Beschreibung an. Und was kauft ihr denn? Du hast struppige Haare, du hast fettige Haare, du hast, was weiß ich, blondierte, kaputte Haare. Wer will denn bitte schön sowas wissen? Spaß beiseite. Also, wie gesagt, wir haben hier eine Bodylotion. Ich weiß noch nicht, ob sie bei mir bleibt. Ich mag mich nicht so gerne einschmieren. Ja, jammern auf hohem Niveau. Aber ich werde es mal vielleicht erstmal in meinem Backup tun, weil jetzt kommt ja der Winter und dann braucht man natürlich auch eine Bodylotion. Das ist einfach so. Und ich schmiere mich tatsächlich im Winter eigentlich eher mal ein. Im Sommer, na gut, nach einem Sonnenbaden. Aber auch ich merke manchmal, so jetzt wird es mal Zeit, das muss ich einschmieren. Und dann ist aber der erste Schmiergang 14 Tage her, sage ich jetzt mal so. Und dieses Produkt soll kosten, schauen wir mal, 200 Milliliter, 3,99 €. Das letzte Produkt, denke ich, wird wieder ein Goodie sein. Und zwar von der Firma Luvos Naturkosmetik mit Heilerde. Ich mag ja gerne Masken, aber ich mag nicht so gerne diese Heilerde-Masken. Ich weiß einfach nicht, wenn ich in den Aufgebraucht-Videos immer schaue, dann schwärmen die meisten eigentlich von den Masken. Aber irgendwie, ich weiß nicht, kennst du das? Es gibt halt so Dinge, die sind zwar gut, aber irgendwie habt ihr so eine innerliche
Abneigung, ich weiß nicht. Und das ist halt bei dem Produkt auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn da schon Heilerde draufsteht, das ist wie wenn da Schneckenschleim draufsteht. Da habe ich gar kein Interesse, das zu testen. Also, das, wie gesagt, da kann ich überhaupt nichts drüber sagen. Das ist eine stinknormale Maske, ist super. Ich denke, die wird bei mir auch wieder weitergehen. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Was meint ihr dazu? Geht es euch auch so, dass ihr bei manchen Produkten einfach sagt, nee, mi. So, das war eigentlich schon die Box. Was sage ich zu der Box? Also ich habe das Gefühl, entweder ist es gerade so dieser Wetterumschwung, ich weiß auch nicht. Also ich finde die Boxen in letzter Zeit eigentlich immer alle gut. Die Produkte sind gut und auch qualitativ hochwertig. Aber irgendwie reißt mir alles nicht so vom Hocker. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so der bestimmte Kick fehlt. Ich meine, die Barbour-Masken, da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind toll. Also überhaupt gar kein Thema. Und auch von Matt Maske, die Augenmaske. Aber irgendwie hat es mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Irgendein anderes Produkt, vielleicht ein Lippenstift nochmal, hätte mir vielleicht taugt, aber das ist nicht so schlimm. Wir warten einfach auf den nächsten Monat, auf die nächste Abo-Box und da wird schon was dabei sein. Was wir auf jeden Fall mal schauen, ist, was in den Heftchen noch steht. Und zwar, also die Box hieß ja Pure Relaxation Edition. Also im Endeffekt ist das schon richtig so von den Produkten her. Da wird jetzt kein roter Lippenstift drin sein. Also von dem her alles gut, das hat schon passt. Jetzt schauen wir mal, was denn alternativ noch hätte drin sein können. So, und zwar von Belou ein Handschaum hätte noch drin sein können. Da bin ich auch sehr froh, dass ich den nicht habe. Ich bin nicht so der Belou-Fan. Also, wenn man die Düfte riecht, ich mag schon auch gern mal riechen oder so. Aber mir sind die oft zu süß und nicht reichhaltig genug. Ich habe oft bei den Produkten das Gefühl, ich schmier mir das drauf und da ist nichts mehr da. Als wenn das irgendwie verpufft, dann hätten wir ja, wie gesagt, bei diesem Vase 0 noch eine andere Richtung haben können. Die zwei Sorten. Und wir hätten eine schwarze Zahnpasta haben können. Da bin ich jetzt auch nicht böse, dass ich die jetzt nicht hatte. Und dann hätten wir noch drin, oh, da hätte ich mich aber gefreut, von Sebamed ein Deo-Roller. Also über den hätte ich mich tatsächlich gefreut. Da hätte ich ehrlich gesagt lieber dieses Augenbraue-Gedöns nicht gehabt. Dann hätten wir noch eine Tagescreme drin haben können. Es sind aber diesmal wieder viele Sachen, die hätten drin sein können. Und eine Handcreme von Darf. Also da hätte ich mich auch gefreut. Dann hätte ich lieber die Bodylotion nicht genommen. Aber das ist ja das Schöne an der Glossy Box. Du weißt ja nicht, was du drin hast. Die haben ja mehrere Chargen oder mehrere Versendungsgeschichten. Das heißt, wenn du am Anfang deine Box zugesandt kriegst, hast du einen anderen Inhalt wie am Ende. Und ich meine, dass das auch immer in der E-Mail drin steht, welche Nummer du hast. Und dann kann man so ungefähr raten, was man drin hat. Alternativ könnte man auch auf die Webseite gehen und auf Umfragen, dann steht was auch drin. Aber man will sich ja doch überraschen lassen. Dann ist noch eine Information dabei für den Glossybox Adventskalender, wenn du den kaufst. Einmal für mit Abo für 85 Euro, ohne Abo für 99. Und dann könntest du auch zwei oder drei Kalender kaufen. Habe noch nie jemanden gehört, der das gemacht hat, aber wenn du die Möglichkeit haben wollen würdest, hättest du die Möglichkeit. Natürlich habe ich für euch den Kalender auch bestellt. Ich warte schon ganz sehnsüchtig drauf und auch da wird es wieder eine Verlosung geben. Habe ich ja gesagt, es laufen noch Verlosungen, da einfach nochmal schauen, dass ihr noch Abonnent meines Kanals seid. Ja, schreibt mir doch gern, wie ihr die Box findet. Wie gesagt, sie ist okay. Aber irgendwie, vielleicht ist es auch meine Grundeinstellung momentan, weil ich einfach ein bisschen gestresst bin. Ist aber völlig wurscht. Wir haben heute Sonntag, die Sonne scheint. Ihr seht, wir haben herrliches Wetter. Ich werde jetzt erstmal einen Kaffee trinken und werde den Tag genießen. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund. Alles Liebe, eure Heike. You know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way.